Willkommen zu Focus 5 News. In Österreich gab es bislang in den Kinos keine Untertitel. Ein Wiener Unternehmen hat nun eine spezielle Brille für Gehörlose entwickelt, damit können sie im Kino den Film untertitelt sehen. Der Film ist digital mit der Brille verbunden. Zuschauer ohne Brille sehen die Untertitel nicht. Diese Technologie entwickelt sich gut. Zurzeit stört es aber noch, wenn der Benutzer gleichzeitig Popcorn isst, weil sich beim Essen die Brille mitbewegt. Das Forschungsziel ist barrierefreies Kino für alle. Die Deaflympics vom 5. bis 15. September 2009 in Taipeh rücken immer näher. In den Medien häufen sich die Vorberichte dazu, wie zum Beispiel jener von letzter Woche über Jackie Chan. Nun berichtet die Weltpresse laufend über die Schweinegrippe, auch ob China davon betroffen ist. 40 Mexikaner wurden dort unter Quarantäne gestellt. Nun sind die Behörden besorgt, ob die Deaflympics im September durchgeführt werden können und entscheiden dies definitiv am 30. Juni. Weitere Informationen folgen. Im deutschen Lindenthal nahe Köln hat letzte Woche am Mittwochnachmittag in der Johann-Josef-Grunewald-Gehörlosenschule im zweiten Stock ein Zimmer gebrannt. Dank dem raschen Auslösen des Brandalarmes konnte die Feuerwehr den Brand sofort löschen, verletzt wurde niemand. Der weltbekannte Sänger Peter Maffay setzt sich seit vielen Jahren mit seiner eigenen Stiftung für in Not geratene Kinder ein. Dort können die Kinder lernen, selbstständig und aktiv ihre schwierigen Lebenssituationen zu meistern. Nun arbeitet diese Stiftung mit der Hochschule Magdeburg-Stendal zusammen. Dieses Jahr startet die Hochschule ein Projekt Europäischen Master für Gebärdensprachdolmetschen. Es haben sich bereits Dolmetscher aus 9 Ländern angemeldet. Peter Maffay möchte bei allen seinen Konzerten Dolmetscher einsetzen. Vom 3. bis 5. Juli findet in der französischen Stadt Reims das 4. Kulturfestival Clin d'œil statt. Der SGB FSS Lausanne organisiert eine Reise mit dem Gar dorthin. Das Festival dauert 3 Tage und es wird Verschiedenes angeboten wie Tanz, Theater, Ausstellungen, Filme, Kunst, Fotos und vieles mehr. Es ist ein großer Anlass mit vielen Besuchern. Für die Kosten und die Anmeldungen schauen Sie unter www.sgbfss.ch, dann bei Französisch klicken. Letztes Wochenende an den U21 Futsal Schweizermeisterschaften in Solothurn haben die Herren aus Zürich gewonnen. 2. Seetal, 3. Aarau, 4. Vaudois. Bei den Damen hat Aarau den Meistertitel gewonnen, 2. Zürich, 3. Seetal. Im Walk of Fame, einer berühmten Straße in Los Angeles in Hollywood, wo berühmte Personen als Anerkennung ihrer Leistung einen eigenen Stern gesetzt bekommen, wurde am 6. Mai ein neuer Stern mit der Nummer 2383 für Marlee Matlin, eine gehörlose Schauspielerin, gelegt. Sie spielt im berühmten Film Gottes vergessene Kinder von 1986. Sie war damals 21 Jahre alt und hat einen Oscar gewonnen. Seither hat sie mehrere erfolgreiche Filme gedreht. Inzwischen ist sie 43 Jahre alt und hat nun als Anerkennung einen Stern bekommen. Das war's von Focus 5 News. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.